Selbst modernste Traktoren könnten klimafreundlicher fahren, zum Beispiel mit Biodiesel. Das Staatsgut im oberpfälzischen Almesbach testet einen 216 PS Schlepper. Der Haken? Biodiesel aus Pflanzenöl kostet etwa 20 Cent je Liter mehr als der bislang noch steuerlich begünstigte Diesel aus Erdöl. Alltagstauglich ist Biodiesel heute, wie bereits vor rund 30 Jahren. Ja, wir haben das in den 90er Jahren schon mal mitgemacht, auf unseren zwei Betrieben im French. Da haben wir unsere Schlepper damit betrieben, einen alten Schlüter, und die haben das eigentlich ganz gut vertragen und sind auch gelaufen damit. Es war bloß immer, man hat es halt gerochen, weil es bei der Pommesbude dann riecht, ja, vor der Ferne schon. Aber so haben wir eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Apropos Pommesbude. Biodiesel besteht heute vor allem aus Abfallölen, Reststoffen und rohem Pflanzenöl. Im unterfränkischen Ochsenfurt etwa sammelt die Firma Tecosol gebrauchtes Frittierfett. Ihr Rohstoffmix spart nach eigenen Angaben gegenüber herkömmlichen Diesel bis zu 80% klimaschädigendes Kohlendioxid. Bis 2022 war Biodiesel für Landwirte etwa genauso teuer wie Diesel aus Erdöl. Dann entfiel die Steuerbegünstigung für Biodiesel. Seither ist dieser Alternativtreibstoff gut 20 Cent je Liter teurer als herkömmlicher Agrardiesel. Also tanken ihn Landwirte nicht. Dabei zeigen Messungen im staatlichen Technologie- und Förderzentrum Straubing, dass auch moderne Traktoren mit Biodiesel die aktuell strengen Abgasnormen einhalten können. Allerdings müssten Landmaschinenhersteller wieder Garantien und Freigaben für den Betrieb mit Biodiesel erteilen. Grundsätzlich könnten Landwirte also mit Biodiesel klimafreundlicher fahren. Also der größte Vorteil ist eigentlich, dass keine größeren Veränderungen am Schlepper vorgenommen werden müssen. Und auch die Lagerung stellt kein Problem dar, weil das alles handelsübliche Gefäße oder Behältnisse sind, ja, die jeder Landwirt kaufen kann. Die Politik sperrte sich lange gegen den Biodiesel. Begründung? Nahrungsmittelproduktion habe Vorrang. Doch im Zuge der Bauernproteste geben sich führende Bundespolitiker kompromissbereit. Passiert ist aber noch nichts. Auch die Landmaschinenhersteller setzen derzeit nicht auf Biodiesel. Sie favorisieren eher einen anderen alternativen Biotreibstoff, HVO-Diesel. Im Allgäu testet Landwirt Franz Hackenberg für den Landmaschinenhersteller Fendt den aus Altfett und Schlachtabfällen hergestellten HVO-Diesel über eine ganze Saison im Alltagsbetrieb. Hackenberg ist der einzige Landwirt unter den Kunden des Kempner Energiehandelsunternehmens Kessler. Überhaupt kaufen bislang nur wenige umweltbewusste Kunden den inzwischen auch an Tankstellen erhältlichen HVO-Diesel. Er kostet rund 20 Cent je Liter mehr als herkömmlicher Diesel aus Erdöl. Für Landwirte ist er nicht steuerlich bevorteilt. Auf Anfrage teilt das Bundesfinanzministerium mit, dass es dabei bleiben soll. Energiehändler können sich für den wasserklaren HVO-Diesel eine nachweisliche CO2-Einsparung zertifizieren lassen. Entsprechende Treibhausgasminderungsquoten können sie verkaufen und zu Geld machen. Für Landwirt Franz Hackenberg ist HVO teuer, aber sympathisch. Der Landwirt will etwas Gutes für die Umwelt tun. Dabei muss er sich auf Garantien des Energiehändlers verlassen, woher die Rohstoffe dieses Treibstoffes tatsächlich stammen. Für technische Garantien sind die Landtechnikhersteller gefordert. Da muss ich mich auf die Fachwelt verlassen, dass es einfach viel weniger schädlich ist wie die ganz herkömmlichen Diesel- und Benzinarten. Dann gibt mir das schon ein gutes Gefühl, dass ich da der Umwelt was Gutes tue. Ich bin seit 30 Jahren in dieser klassischen Mineralbranche tätig. Und wir haben erstmals Produkte an der Hand, die wirklich ein Teil der Lösung sind, die für eine CO2-Reduzierung sorgen. Und wir haben hier ein Produkt, das technologisch auf dem neuesten Stand ist. Wir können die neue Technologie, die abgasreduziert arbeitet, nutzen. Und da ist der Kraftstoff hervorragend geeignet. HVO, Hydrotreated Vegetable Oil. Das heißt, mit Wasserstoff behandeltes Pflanzenöl. Tatsächlich werden im HVO neben pflanzlichen auch tierische Fettabfälle verarbeitet. Nachteil: In Deutschland gibt es noch keine HVO-Produktion. Der finnische Weltmarktführer Neste produziert unter anderem in Rotterdam. Rohstoffe sind begrenzt verfügbar und werden weltweit über weite Strecken transportiert. Zudem ist die Produktion mit Wasserstoff energieaufwendig. Aber unter dem Strich verursacht HVO-Diesel rund 80% weniger CO2 als herkömmlicher Diesel und verbrennt in Motoren sogar besser.
Deshalb erlauben Fendt und andere große Hersteller den Betrieb ihrer Landmaschinenmotoren mit HVO ohne Einschränkung. Noch schluckt Landwirt Franz Hackenberg die Mehrkosten. Langfristig erhofft er sich vom Staat doch noch einen finanziellen Anreiz, damit sich die Landwirtschaft vom fossilen Diesel verabschiedet. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.